Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir ganz einfach anhand verschiedenster Beispiele, was für Marketingstrategien es da draußen eigentlich gibt und wie diese mit der Portfolioanalyse zusammenhängen. Also, es gibt verschiedene Marketingstrategien da draußen. Und das Wichtige dabei ist, die leiten sich von einer Normstrategie ab. So nennt sich das halt einfach. So nennen die großen Beratungen es eben da draußen. Und all diese Strategien basieren auf der Portfolioanalyse. Dazu habe ich ein geiles Video, das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung, das solltest du gesehen haben. Aber die Portfolioanalyse dient im Endeffekt dazu, dass ich Produkte oder Dienstleistungen, die ich anbiete, analysiere und die einer gewissen Gruppe zuordne. Question Mark, Cash Cow, Poor Dog oder Rising Star. Und anhand dessen, wenn ich dann weiß, wie das Produkt eben eingestuft wird, kann ich dann eine Strategie auswählen. Darum geht's. Also Portfolioanalyse, das musst du verstanden haben. Jetzt kommen wir aber zu den Strategien. Es gibt einmal die Offensivstrategie. Das Unternehmen investiert dann viel Geld, um hohe Wachstumsraten zu erzielen. Also ich möchte, dass viele Leute das Produkt nachfragen und immer mehr Leute das Produkt nachfragen. Und dadurch möchte ich im Endeffekt auch einen großen Marktanteil erzielen, weil ich möchte natürlich dann die Leute, die dieses Produkt nachfragen, dass die dann auch bei mir kaufen und nicht bei der Konkurrenz. Als Beispiel haben wir einen neu entwickelten Labortisch mit einer Spezialbehaftung für die Großindustrie. Und der hat aus unserer Sicht ein großes Potenzial. Und da machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt ganz viel Geld in die Hand und investieren das in Marketing, um eben unsere Anteile auszubauen, aber auch die Nachfrage zu erhöhen. Weil umso mehr Werbung wir machen, umso mehr Leute finden heraus, dass es das Ding gibt und umso mehr wollen es natürlich kaufen. Und das, diese Offensivstrategie, kann man für Question Marks verwenden. Was man auch für die Question Marks verwenden kann, ist die Defensivstrategie. Und da zieht das Unternehmen das Produkt aus dem Markt zurück oder eben verkauft es gleich. Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, wir haben ein neu entwickeltes Produkt. Hier der Bürostuhl ohne Lehne. Und trotz dessen, dass wir viel investiert haben, wird die Nachfrage, die steigt nicht. Und darum sagen wir, alles klar, wir haben es versucht, das will halt einfach keiner kaufen, das Ding. Also wird es eingestellt, die restlichen Bestände verkaufen wir ab und gut ist. Also die beiden Strategien kann man für die Question Marks machen. Dann gibt es die Investitionsstrategie. Das macht man, wenn man die Marktposition halten möchte, beziehungsweise stärken. Eben, und da macht man auch sehr hohe Investitionen für. Als Beispiel, wir haben ein Star-Produkt. Das Ding wird nachgefragt wie warme Semmel. Und auch die meisten Kunden, die darauf Bock haben, die dieses Produkt haben wollen, kaufen bei uns. Also unser Star-Produkt, der elektrische Schreibtisch, wird eben stark nachgefragt und fast alle Nachfrager kaufen bei uns. Und um die Position nun zu halten, investieren wir sehr viel Geld. Das macht man eben bei einem Rising Star oder Star. Also ein Produkt, wo der relative Marktanteil hoch ist, aber auch das Marktwachstum. Und das ist auch der Unterschied zwischen den zwei Schlingen, zwischen der Offensivstrategie und der Investitionsstrategie. Die Investitionsstrategie macht man bei Produkten, die eben schon sehr erfolgreich waren. Offensivstrategie fährt man erst bei Produkten, die man erst in dem Markt etabliert hat, so die Question Marks. Dann gibt es noch die Abschöpfungsstrategie. Wie so ein Löffel schöpfst du das Ganze ab? Also der Gewinn aus irgendwelchen Produkten, die bereits eine konstante Nachfrage haben, die schon immer so als Selbstläufer funktionieren und immer wieder halt gut Geld reinbringen, dieses Geld wird abgeschöpft und woanders investiert. In der Regel wird das bei den Question Marks dann investiert. Also da wird dann dadurch eben diese Offensivstrategie finanziert. Also nehmen wir jetzt als Beispiel, also wir nehmen alle unsere Gewinne aus dem Verkauf des klassischen Bürostuhls, der schon immer läuft. Jedes Jahr fragen 20.000 Leute an, den zu kaufen. Und all das Geld nehmen wir nun für die Vermarktung eben dieser Labortische. Und die Abschöpfungsstrategie, die benutzt man eben, wenn man die Portfolioanalyse gemacht hat, bei den sogenannten Cash Cows. Und zu guter Letzt haben wir noch die Desinvestitionsstrategie. Ein Produkt, welches bereits den kompletten Lebenszyklus durchlaufen ist, ist auch ein geiles Video dazu, auch auf meinem Kanal, ziehst dir rein, wird dann vom Markt genommen. Also unser früherer Topseller, den wir damals integriert haben, der war erst ein Question Mark, dann ist er ein Rising Star geworden und dann war er eine Cash Cow, aber jetzt will ihn kaum noch einer. Der eben der Büroschrank Lange Hansel, der wird dann nach Jahren vom Markt genommen. Und diese Desinvestitionsstrategie, die führt man eben bei diesen Poor Dogs durch. Und der Unterschied zwischen der Defensivstrategie und der Desinvestitionsstrategie ist im Endeffekt, die Defensivstrategie mache ich bei neuen Produkten, die ich gerade erst in den Markt gebracht habe und die dann halt nicht performen. Die Desinvestitionsstrategie, da nehme ich das Produkt auch vom Markt, klar, selbes Prinzip, aber das Ding hat schon performt, es hat schon gut Cash reingespielt.